Hallo und willkommen zurück zur 36. Folge der Admiral Sportshow. Es geht dahin, bald ist Weihnachten, aber bis es soweit ist, haben wir noch einiges zu besprechen, Kathi. Und vor allem ein paar Christmas Ja, und Vibes. davor haben wir auch noch Birthday Vibes, denn du Birthday? hast ja Oh ja. letzten Donnerstag um diese Uhrzeit Geburtstag gefeiert. Wir haben da Ah. natürlich das Studio wunderbar hergerichtet für dich. Sehr schön, danke Alles schön. Gute dann. Oh, gibt es sogar Herzen für die Community, nehme ich auch an, die ja wieder Vielen eifrig am Dank. Start ist, Ja, von heute ganz DJ viele. Dropkick bis hin zu Roland K., der sicherlich im echten Namen Roland Kaiser heißt. Und ganz viele grüne Herzen heute, denn zu Gast heute bei uns eine Rapid-Legende, Raimund Hedel, den hört ihr dann in Kürze hier oder seht ihr den Kürze. Davor gibt es für euch noch alle Infos zum heutigen Gewinnspiel. Was kann man heute gewinnen, Benny? Einen Ball der Admiral Bundesliga, der ja auch zugleich der WM-Ball ist, und 50 Euro Wettguthaben von Admiral. Beides geht an einen Gewinner. Wie man gewinnen kann, das klären wir jetzt. Genau, ist eigentlich voll leicht. Also ihr stellt einfach an unseren Gast eure Fragen, was ihr immer schon mal wissen wollt, was euch interessiert. Und natürlich, je mehr man kommentiert, umso größer die Chance zu gewinnen. Also aktiv sein zahlt sich aus heute. Aber du hast auch schon angesprochen, Kathi, heute, es weihnachtet langsam, aber sicher müssen wir auch das Studio noch dekorieren. Ich hätte Genau. den Ball so liebend gern hergezeigt, aber es geht nicht, weil da noch unsere Deko Oh, steht. sogar schön Wir haben Schnee Schnee, die eingeblendet. Wahnsinn. Und der Benny hat extra für euch Ich ganz habe viel Weihnachtsdeko tief für euch in die Tasche mitgebracht. gegriffen. Ich muss es dazu sagen. Ich hoffe, man kann das sehen. Wir haben Unseren natürlich auch Schneebälle hier. Die Weihnachtsmann. kann man sogar einschalten. Aber offenbar leuchtet es nicht, ja. Es ist zum Sparen momentan, aber es geht auch so schon herrlich, oder? Einer geht immerhin. Das auch noch? Passt Ja, es hau dazu? raus, Benny, alles, was du mit Gefällt mir, aber dabei das gebe hast. ich nachher wieder weg. Aber dass wir dann zumindest wissen, dass Santa hier stoppen muss und wir stoppen nicht, sondern machen weiter. Hier auch noch der Ball und dann haben wir da Der bald heutige überhaupt Gewinn. keinen Platz mehr hier im Studio. So ist es. Deswegen legen wir den wieder ab und besprechen das, was wir eigentlich besprechen wollten, denn wir sind ja die Admiral Sport und nicht die Admiral Christmas Show. Ein paar Christmas-Vibes müssen schon sein. Ich würde sagen, wir starten gleich mal rein mit dem ersten Thema: Fußball-Weltmeisterschaft in Katar. Wir schauen ganz kurz zurück auf die Achtelfinalduelle. Was war so dabei für dich, wo du sagst, das war so vielleicht eine Überraschung? Überraschung war auf jeden Fall Marokko. Ich nehme an, das war auch die größte Überraschung für dich oder für Ja. alle, die den Fußball regelmäßig verfolgen. Das war schon großartig, wie sie da die Spanier im Elfmeterschießen ausgeschieden haben, ausscheiden haben lassen, sagen wir so. Bono, der Man of the Match, ist, glaube ich, unumstritten, dass der das da Definitiv. gerockt hat, das Drei Ding. Elfer hat der gehalten. Ja, nicht so gut schaut es aus für Spaniens Teamchef Luis Enrique. Der muss nämlich die Koffer packen. War dann wohl doch zu viel des Guten. Aber Hakimi auch den letzten Elfer, den er verwandelt hat, den Ja. entscheidenden, mit der berühmten Bierruhe, dann mit dem Pinguinjubel. Also, Ja. wenn der aufs Klo geht, kommen unten, glaube ich, Eiswürfel raus. Das war schon richtig großartig. Portugiesen hingegen auch großartig weiter. Das war auch beeindruckend, finde ich, dieser Erfolg. Das Santa 6 zu weiß 1 mittlerweile, dass er. gegen die Schweiz. Ja, vor allem spannend natürlich die große Frage: Cristiano Ronaldo, den sah man dann eben nicht in der Startaufstellung. Was denkst du, was hat er sich dabei gedacht, dass er nicht von Anfang an wie gewohnt am Feld steht? Es war ein Novum, nach sehr langer Zeit wieder einmal auf jeden Fall, dass das eingetreten ist. Aber ich glaube, man hat sich da auch mit dem Teamchef darüber verständigt, dass das, also es keine Aktion nur auf einer Seite war, die da so eingetreten ist. Und irgendwo, ja, offenbar ist es momentan so, dass da nur die Jokerrolle überbleibt. Sein Ersatzmann hat es allerdings auch richtig, richtig gut gemacht mit drei Treffern. Aber schreibt mir gerne in den Chat, was denkt ihr, ist die Glanzzeit von Ronaldo vorbei oder wird er jetzt einfach so der große Joker von Portugal sein? Schreibt es mir gerne in den Chat, würde mich sehr interessieren. Was auch interessant ist, dass er wieder das dementiert hat, das Gerücht mit Saudi-Arabien, mit dem Club, wo er hinwechseln sollte. Ein ewiges Hin und Her. Geld wäre ja da für ihn, wenn die kolportierten Berichte stimmen, was er da verdienen würde. Aber 200 Millionen pro, ja, pro Saison. Ja, ich glaube, das wäre schon auch für Ronaldo ziemlich könnte gutes er Geld. dann alle Schneebälle mit Licht bewirtschaften? So ist es. Und Chat, was denkt ihr, wer holt den Titel? Schreibt es mal gerne rein in die Kommentare. Denn es sind ja noch einige weitere Spiele zu spielen. Und wir haben es auch vorher kurz eingeblendet gesehen, das Twitter oder das Twitter-Posting, das du vorbereitet hast, nämlich Ronaldo natürlich trotzdem, auch wenn er auf der Bank sitzt, der Mann der Stunde, der steht halt einfach im Fokus, weil alle wollen Ronaldo sehen. Man sah es auch, die Kamera war einfach extrem oft auf Und der ihm. Jubel, als er eingewechselt worden ist, und der erste Ballkontakt, den er schon tausendmal gleich gespielt hat, Ja. ist gefeiert Aber worden, es ist halt wie einfach nur der etwas. Sieben. Zu So ist feiern es. sind auch die Brasilianer, das möchte ich auch noch anmerken, nicht nur aufgrund des Weiterkommens, sondern auch, weil alle Spieler zum Einsatz schon gekommen sind.
Das wäre ja was komplett Würdiges, wenn die dann auch Weltmeister werden würden. Wir sehen es auch eingeblendet. Der dritte Tormann jetzt beim letzten Spiel gegen Südkorea eingewechselt worden. Der zweite war schon im letzten Gruppenspiel im Einsatz. Das war schon eine richtig coole Sache auch von Trainer Tite, dass er da schon alle einmal spielen hat lassen. Ja, wer weiß, vielleicht Brasilien dann doch. Der nächste Weltmeistertitel, der sechste, wäre es ja dann am Stück für die Brasilianer. Ja, ich bin gespannt. Was Rekordweltmeister sind sie ohnehin. denkst du, wo geht deine Tendenz hin? Wer wird es machen? Brasilien. Das heißt, wenn wir am 18.12. wieder hier sitzen, können wir diesen Einspieler herzeigen und da werden wir dann hören, dass Brasilien im Finale steht. Mit wem, das weiß ich nicht, aber Brasilien ist auf jeden Fall dabei. Das war einfach zu überzeugend auch gegen Südkorea Ich sag in mal meinen Augen, so. was sie da gezeigt haben. Also ich würde sagen, Brasilien, Frankreich. Sehen wir dann. Geht sich das vom Turnierbaum her aus? Müssen wir schauen. Werden wir bis Habe dahin ich dich herausfinden. aufgedeckt? Werden wir bis dahin herausfinden. Aber ist auf jeden Fall spannend. Wir werden natürlich dann auch noch gemeinsam mit euch auf die kommenden Spiele schauen, auf die Viertelfinalspiele und schauen auch noch auf den Chat. Da schreibt Peacemaker Joache, Gratulation an Marokko fürs Durchhalten. Und Applaus für Marokko. Ich glaube, da ist sich jeder einig, dass das mit Marokko schon etwas ganz Einzigartiges auch war. Aber warum soll es jetzt ein Finale nicht ausgehen, Brasilien-Frankreich? Wegen des Turnierbaums. Auf der einen Seite. Und auf der anderen Seite, und die kommen sie dann aus. Okay. Aber ich höre gerade von unserem heutigen Studiogast, es wird sich ausgehen. Alles klar. Wir Raimund sind auf Hedel jeden Fall arbeitet mit, gespannt das ist sehr lobenswert und wird ja und dann auch in schauen, wer Kürze es dann schaffen wird. bei uns Platz nehmen. Genau. Und wir haben das so schön aufgebaut. In Katar wird schon wieder Abgebaut. abgebaut, nämlich die ersten Stadien werden, man könnte jetzt salopp formuliert sagen, wieder niedergerissen. Auf Katarisch heißt, sie werden recycelt, so wie das Stadion 9. 74, weil es ja 974 Container, glaube ich, sind, die da eingesetzt worden sind. Aber das Stadion an sich, das erfreut sich ja natürlich großer Beliebtheit, vor allem vor Ort. Und dementsprechend habe ich mir auch ein paar Rezensionen rausgesucht, gerade auf Google Maps. Und da merkt man auch, wie beeindruckt die Leute sind. Nice und ein Stern. Das ist einmal das Erste, was ich großartig finde. Okay ist besser als nice, hat nämlich 3 Sterne. Dabei hätte ich gesagt, nice ist besser als okay, aber das ist jetzt vielleicht etwas kompliziert. Gut hat 3 Sterne und very nice hat auch 3 Sterne. Und very nice finde ich auch, dass das Google so wunderbar übersetzt für mich. Wie viele Sterne würdest du dem Stadion geben? Boah, ich weiß nicht. Ich will mich da wahrscheinlich einfach anschließen. Wem? Dem okay oder Dem, dem das nice oder okay dem fand ich ganz, fand ich ganz fandest du nett. okay? Schauen wir noch kurz auf den Chat, hätte ich vorgeschlagen. Argentinien gegen Portugal im Finale. Last Dance für Messi und Ronaldo. Messi bzw. bei Argentinien tue ich mir ehrlich gestanden schwer. Die haben mich noch nicht überzeugt bislang. Das war auch im Achtelfinale nicht besonders überzeugend in meinen Augen gegen Australien. Aber vielleicht sind sie ja dann doch so viel Turniermannschaft, dass sie sich da noch steigern können. Werden wir definitiv noch sehen im Duell dann gegen die Niederlande am Freitag. Also dann morgen. Werden Genau. wir schauen, was passiert, ob wir Messi dann nochmal sehen in voller Action oder ob es dann doch nicht reicht für Argentinien. Wobei von der Tendenz her, ich könnte es mir schon vorstellen. Wir werden es beantworten. Ich kann es jetzt nicht beantworten, aber es wäre natürlich schon irgendwie aus fußballromantischer Sicht eine schöne Sache. Vier Definitiv. Sterne für mich, schreibt Dani Rabid. Und das ganze interessante Stadion, würde ich sagen, landet laut Roland irgendwo in Uruguay. Ja, da hat es geheißen, das wird eben. Recycelt ist auch etwas kurios, das Ganze. Aber vielleicht ist es ja dieser eine nachhaltige Aspekt, den Sie da mitgebracht haben aus Katar. Nachhaltig auf jeden Fall, Woche für Woche, die Wahl unserer Gäste. Und deswegen kommen wir zu unserem heutigen Special Guest, Kathi. Begrüßen wir bei uns Raimund Hedel Und vom, SK bitte? Rapid einmal, wolltest du Genau. sagen? Heute Dortmund-Trainer der U21 des ÖFB. Hallo, Und da ist grüß er. euch. Hallo, Hallo, Raimund, schön, servus. dass du da Hallo, bist. hi. Servus. Möchtest du die Deko noch behalten hier, Die oder? nehme ich mit nach Hause dann. Ich Oder? weiß aber nicht, ob was Natürlich. drinnen ist. Wer Schauen weiß, wir was da mal. Schauen wir eingepackt mal. ist für Positiv uns. bleiben, gut für was drin sein. Schön, dass du bei uns bist. Freut uns. Sehr Wie gern, ist es danke. jetzt in der Vorweihnachtszeit? Noch viel Stress? Ja, wie es wahrscheinlich bei allen so ist, man möchte noch alles unterbringen, alles erledigen, um dann ja völlig geschlaucht unter dem Christbaum zu stehen und eigentlich die ruhigste Zeit des Jahres ja, im Kreise der Familie zu feiern. Wie schaut es aus, WM-technisch? Wie sehr verfolgst du sie? Ah,
Ich muss sagen, schon etwas weniger als üblich. Normal ist es für mich immer im Sommer. Und eine WM, und das lässt sich dann immer einrichten mit Freunden beim Grillen im Garten oder Public Viewing. Das ist, lässt sich momentan mit Punschen und Weihnachtsmärkten nicht so ganz vereinen, und dadurch ist es ein bisschen weniger. Aber je mehr man sozusagen zum Ende kommt, die Spannung steigt und die K.O.-Spiele, ja, dann zu den K.O.-Spielen kommt, steige ich dann schon ein und richte mir dann auch meinen Freizeitplan am Abend nach dem WM-Spiel. Es ist ja gut, dass die Admiralsport schon immer am Donnerstag ist, dass du dann morgen in Ruhe mit der WM auch durchstarten kannst. Ja. Hast du auch einen konkreten Favoriten, wer es am Ende richten wird? Soweit ich das bis jetzt verfolgt habe, die Spiele Frankreich-Brasilien, die zwei. Also die haben mich überzeugt. Das große Finale mit den beiden, haben sich auch einige angeschlossen dann im Chat. Wäre das so das Traumfinale für dich? Von den bisher gezeigten, und wenn es nach den Namen der Spieler geht, also beide Mannschaften sind ja mit Topstars en masse gespickt, und da wäre es auch ja nicht verwunderlich, wenn wir die im Finale sehen würden. Mhm. Ja. Und deine Tendenz, wer wird es machen? Frankreich. Ein Tick besser. Also der Titelverteidiger, der sich genau, eventuell erneut den WM-Titel holt. Jetzt haben wir vorher schon angesprochen, Marokko, die Partie gegen Spanien. Bono im Tor, wahrscheinlich der Man of the Match. Was sagst du als Tormann-Legende? Was geht einem in so einem Moment durch den Kopf, wenn man weiß, Elfmeterschießen, es geht um alles bei einer WM? Also da muss man sagen, Elfmeterschießen ist immer eine dankbare Sache für einen Tormann. Also es ist wirklich im Gegensatz zu beim Training, wenn man immer sagt, man kann auch Elferschießen üben und sozusagen sowohl der Schütze als auch der Tormann. Und beim Training ist es ja sehr zermürbend, sozusagen Elfmeterschießen zu üben. Du hast keinen Druck, du bist nicht müde nach 120 Minuten laufen für die Feldspieler. Und da ist es wirklich schwer zum Üben. Aber beim Spiel selber, wenn es dann zum Elfmeterschießen kommt und der Druck bei den Spielern auf den Schultern lastet, sie sind müde und sie wissen, der Fehlschuss kann das entscheidende Tüpfelchen sein zum Ausscheiden. Da ist natürlich die Sache für einen Tormann ja umso schöner. Und die waren großartig gehalten. Und sag ich mal, von den Spaniern keinen Elfer reinzubekommen, ist natürlich, ja, da gibt es nichts zu bekritteln an der Leistung. Kann man mal so machen, Raimund. Du sagst, alles richtig gemacht. Du hast ja 115 Spiele für Rapid absolviert. Eines davon ist mir, weil wir gerade vom Elfmeterschießen sprechen, besonders in Erinnerung. Gegen Aston Villa, August 2010, da hast du auch einen nicht ganz unentscheidenden Elfmeter gehalten. Genau, ja, da ist uns das sozusagen die Sensation gelungen, Aston Villa ein zweites Mal sozusagen aus dem Europacup zu werfen, und durch den gehaltenen Elfmeter konnte ich meinen Beitrag dazu leisten. Ja. Ging um den Top-Gefühl, ja. Einzug in die Gruppenphase der Europa League damals. Die haben sich verabschiedet und wir konnten in die Gruppenphase ein zweites Mal. Und ich sage jetzt mal, der zweite Sieg war umso schöner, weil beim ersten haben sie uns vielleicht unterschätzt, aber im zweiten hat man gemerkt, also ja, die wollten unbedingt, und umso schöner war es, dass wir es trotzdem wieder geschafft haben. War das auch das Highlight deiner Karriere, oder was waren denn für dich die Big Moments in deiner Laufbahn? Big Moments waren sicher in jungen Jahren, in meinem zweiten Profijahr, das Europacup-Finale. Auch wenn ich dort nicht gespielt habe, aber da war schon so ein Moment, wo ich denke, ob ich das nochmal erlebe, und ich probiere es zum Genießen. Und da dabei zu sein, ist etwas ganz Besonderes. Und ja, es ist, so wie ich es mir gedacht habe, einmalig geblieben. Leider konnten wir es nicht gewinnen, aber das war sicher ja das Highlight. Aber aktiv war das, ein Champions-League-Spiel ist immer trotzdem noch etwas Besonderes. Und das war als am Platz stehend sicher das Highlight, ja. Und der Meistertitel 2008? Ja, das ist natürlich etwas Besonderes, vor allem am Rathausplatz, dann vor so vielen Fans. Wenn Rapid Meister wird, begeistert das alle. Und ich glaube, ja, bei keiner anderen Meisterfeier kommen so viele Fans. Und ja, es würde mir gefallen, wenn ich wieder mal irgendwo hinpilgern könnte, ja. Jetzt haben wir auch noch eine Frage aus dem Chat, und zwar Rapidler14 fragt, erzähl mal über deine Karriere und Erfahrungen bei Rapid, vielleicht wie bist du dazu gekommen und wie war so deine Laufbahn? Also ich war immer Fußball begeistert in jungen Jahren. Ich muss vielleicht dazu sagen, mein Ziel war es nie, Profifußballer zu werden oder damit Geld zu verdienen, sondern ich wollte immer bestmöglich und höchstmöglich spielen. Ob es jetzt als 5-Jähriger war, als 7-Jähriger, als 10-Jähriger oder als 18-Jähriger, ist immer ums Gewinnen gegangen. Und durch dieses Gewinnen
Und der Folge ist man natürlich dann sozusagen hochgespült worden und dann aufgrund der prekären finanziellen Lage bei Rapid, sprich Konkurs, war halt dann sozusagen, hat der Verein aus der Not eine Tugend gemacht, hat vielen jungen Spielern die Möglichkeit gegeben und man hat damals die Ersatztorhüterposition mit einem Nachwuchstormann besetzt und das war mein Einstieg ins Profigeschäft und und das war für 17 Jahre lang dann mein Beruf. Und wer war da, weil Underdog auch fragt, dann vielleicht ein Vorbild in dieser Zeit? Mein Vorbild, richtig jetzt in einer Person nicht, aber immer wieder so von den besten Torhütern das rauszuschauen. Wie ich noch jung war, hat es ja nicht so viele Social-Media-Kanäle gegeben und nicht zu sagen gar keine, sondern da hat es nur diese Sportsendung am Samstag halbe Stunde gegeben und ja, da waren die Highlights aber meistens die Tore und da haben die Torhüter nicht immer gut ausgesehen, aber die richtigen Paraden waren nie dabei. Insofern war das sozusagen nicht so im Überfluss, wie es jetzt meine Kinder haben. Aber das heißt, du hast ja von verschiedenen Torhütern verschiedene Aspekte jeweils rausgekriegt. Genau, ja, sei es jetzt Flankenspiel, Spieleröffnung oder so, aber Van der Sar war sicher schon ein Vorreiter für das moderne Torwartspiel von heute. Dazu passt auch die Frage von Roland K. im Chat. Er schreibt, sein Sohn trainiert seit 2 Jahren zum Torhüter. Welchen Rat könntest du jungen Torhütern geben in diesem Zusammenhang? Also ich weiß jetzt nicht, wie alt sein Sohn ist, aber je jünger sie sind, desto mehr sollen sie auch am Feld mitspielen. Was er nicht in jungen Jahren lernt, lernt er später dann auch nicht mehr. Also unbedingt auch das Fußballspielen sozusagen ins Training mit einbeziehen, weil es ja sozusagen dann oben bei den Profis oder auf der höchsten Ebene dann verlangt wird. Und da ist die Möglichkeit, das zu trainieren, natürlich dann immer schwieriger. Aber und auch polysportive Ausbildung, also alles, was mit Hand-Fuß-Koordination ist, unbedingt machen. Ob es jetzt Badminton-Tennis, Paddle-Tennis, was da alles gibt, unterstützt und hilft einem enorm. Deine Söhne spielen ja auch bei Rapid, sind ja auch aktiv. Wie viele Tipps holen Sie sich da beim Papa? Naja, als Elternteil ist immer, es ist fast so ähnlich wie in der Schule, wenn einem, man möchte alles erklären oder ich bin da recht zurückhaltend und vorsichtig und eher mit dem, was mir aufgefallen ist und was ich anders machen würde. Oft wird es angenommen, das freut mich dann sehr, aber so direkt diesen Frontal, das musst du so machen, das musst du so machen, das habe ich fast nie gemacht. Dafür haben sie sehr gute Tormann-Trainer und ich weiß ja auch nicht, was dort beim Training Schwerpunkte sind, was dort vorgegeben war vor dem Spiel. Und es kann nicht sein, dass ich dann in die eine Richtung arbeite und der Tormann-Trainer in die andere Richtung. Also da muss man sehr sensibel, sehr vorsichtig sein und wir machen es auch alleine ganz gut. Ist auch relativ gut gelaufen, denke ich, vor allem für Niklas Hedlitz, deinen ältesten Sohn, der ja auch das Nationalteam-Debüt feiern konnte in diesem Jahr gegen Andorra in Spanien. War das auch für dich dann auch unter Anführungszeichen nur in der Zuschauerrolle etwas Besonderes, wenn der Sohnemann dann erstmals das Teamtrikot trägt? Sehr nervenaufreibend, auch wenn es jetzt nur gegen Andorra war. Oder weil er noch im Urlaub war zuvor, glaube ich, kurz davor. Ich habe ihn noch am Sonntag in der Früh am Flughafen gebracht. Ja, und wie er das Handy wieder sozusagen eingeschaltet hat, aufgrund der Roaming-Gebühren in Afrika, also nach Ägypten ist er geflogen, war schon die Nachricht, ja, eigentlich soll er wieder in den Flieger steigen und nach Malaga zum A-Team nachfliegen. Aber das Spiel selber war, ja, ich habe es ja auch im Rahmen, ich war mit der U21 selbst auf Länderspielreise in Kroatien und da ist es immer so, dass wir natürlich, wenn wir nicht zeitgleich spielen, das Spiel des A-Teams anschauen. Und dann sitze ich halt mittendrin unter den anderen Burschen und anderen Trainern und beobachte das Spiel natürlich aus einer ganz anderen Rolle als Vater von einem Spieler, der da spielt. Und ja, also bin mir sicher, dass ich sehr, sehr angespannt gewirkt habe, ja. Du hast ja auch einmal im Zusammenhang, glaube ich, mit Niklas gesagt, weil ihr beide im Torhüter wart. Dein anderer Sohn Tobias ist ja Feldspieler, Mittelstürmer. Aber bezogen auf die Torhüterposition hast du ja gemeint, Niklas ist besser als ich. Stimmt das so? Und wenn ja, warum? Definitiv. Aber weil natürlich auch die Anforderungen gestiegen sind. Also wenn ich mal, wenn ich oft mit so ehemaligen Kollegen spreche, wie waren unsere Akademiespiele, so ein U16-Spiel, wenn wir dann am Platz stehen und ein anderes U16-Spiel sehen, denkt man, naja, das ist schon ganz ein anderer Fußball, was da gespielt wird. Und auch mein Tormann-Training und meine Spiele im Nachwuchs waren
das hat nichts mit dem, was heute trainiert wird. Man fängt in viel früheren Jahren schon mit Koordination an, mit viel mehr Videoanalysen und sie sehen das auch viel mehr aufgrund der Social Media Kanäle und das heißt, sie sind schon viel weiter in jüngeren Jahren und das ist auch der Grund, warum sich Fußball so schnell weiterentwickelt, ja, weil das auch viel besser ist und sozusagen mit meinem Können von damals wird es für die Bundesliga heutzutage nicht mehr reichen. Aber ich merke den Schritt zum nächsten Sohn, der wieder Tormann ist, der ist jetzt 13 Jahre alt. Also das ist schon wieder ein neuer Level. Nicht mehr zum Vergleich mit Niklas Seiner. Muss aber auch, weil wenn er dann, sagen wir, in 9 Jahren irgendwo im Profigeschäft anklopfen will, ist der Fußball in 9 Jahren wieder oder in 10 Jahren wieder besser. Und wir können es uns vielleicht heute nicht vorstellen, aber wenn wir jetzt Spiele von vor 10 Jahren oder 15 Jahren anschauen, der Fußball heute ist schon ein bisschen schneller, intensiver. Aber wohin auch immer die Reise geht, ich weiß es nicht, aber es wird wieder noch besser werden. Und Tobias ist ja genau das Gegenteil von dem, was Niklas ist. Von der Position her ist das auch ein Vorteil gewesen, weil man zu Hause im Garten dann die perfekte Ergänzung hatte zum Trainieren. Ja, zum Leidwesen vom Rasen. Aber er wollte nie ins Tor. Also man hat es zwar in der U8, U9, wenn es noch keinen fixen Tormann gibt, wechseln wir das, aber er hat sich da immer gedrückt, beziehungsweise nur wenn der Trainer ihn da beim rausgesucht hat, nee, jetzt musst du auch einmal ins Tor, ist er ja wahrscheinlich widerwillig ins Tor gegangen. Er stellt sich draußen viel besser an. Ja. Aber auch Handball ein Thema bei dir in der Familie. Genau, ja. Also, also nicht nur am Fußballplatz mit der Hand, sondern auch direkt am Handballplatz. Genau, ja. Also meine Wochenenden sind am Sportplatz, sei es jetzt in der Halle beim Handball, weil die Tochter spielt Handball in Atzgersdorf und die Söhne Fußball. Also ich bin, das Wochenendprogramm ist immer, oder auch unter der Woche schon. Ah, ja, und das taugt mir aber. Sehr gut. Ich habe eine Frage aus dem Chat, der Game fragt, Raimund, wer ist für dich der beste Keeper aller Zeiten? Aller Zeiten? Kann ich eh aus den Gründen vielleicht gar nicht so beantworten, sondern jeder für seine Dekade, ob es jetzt da Casilla war, ob es Van der Sar war, ob es Buffon war, ob es jetzt Neuer, wo man sagt, er wird auch schon schön langsam, rücken schon die Neuen nach. Also da ist schon auch, Courtois war heuer überragend, ja, also hat ihnen die Champions League gerettet sozusagen, Real Madrid, ohne ihn wäre die nicht möglich gewesen. Ederson, ja, also es gibt viele, viele, viele gute Torhüter, ja. Also würde keinen rausheben. Wie schaut's aus mit? Trotz Top-Level haben alle dann noch immer die kleinen Nuancen, was ihnen noch fehlt, aber weil die anderen halt in diesem Bereich dann wieder überragend sind. Und mit Bono, weil wir schon davor über ihn gesprochen haben. Bono, also hat jetzt bei dieser WM einen sozusagen mal einen Stempel dem Turnier aufgedrückt und ein Ausrufezeichen gesetzt. Weil wir zuvor auch schon über die Abstände gesprochen haben, was das Alter betrifft, von dir zu Niklas, von Niklas zu Tobias und wie sich auch dadurch das Spiel verändert hat auf der Torhüterposition, da passt die Frage von Julian dazu. Ist die Mentalität bei den jungen Spielern auch noch die gleiche wie früher? Jetzt auf Torhüter bezogen oder auf? Ich auf nehme an, generell. Generell. Ja, die Mentalität, das ist eine Grundvoraussetzung. Also du musst ja, den Willen haben, ein Spiel zu gewinnen, dich selber überwinden beim Training, sich einmal durchsetzen im Team, um dann gemeinsam mit dem Team am Wochenende ein Spiel zu gewinnen. Also die Mentalität ist unbedingt erforderlich. Und da ist nicht Geld das ausschlaggebende Argument. Also ein Ronaldo, ein Messi würden jetzt nicht mehr, wenn Geld, obwohl die Eitelkeiten da sind und ich, wenn er 100 Millionen verdient, möchte ich 110 Millionen verdienen, aber die Motivation, jeden Tag zum Training zu gehen, ist einfach besser zu werden und nicht mehr Geld zu verdienen, sondern wirklich eine gewisse Siegermentalität und die Einstellung zum Beruf zu finden. Unbedingt. Hast du im Chat, Kathi, genau, kann man uns vielleicht noch die Frage von Dani Rapid 88 anschließen? Der sagt, wie lange trainieren die Jungs täglich oder wie kann man sich das vielleicht vorstellen? Also, das ist jetzt vielleicht ein bisschen vereinfachen. Es ist die Frage, ob du englische Runden hast oder normal oder in der Vorbereitung. Wenn wir jetzt nur eine normale, einen Wochenrhythmus haben, man spielt am Samstag, dann ist es in Summe, haben die Burschen circa zwischen 10 und 11 Trainingseinheiten über die Woche verteilt. Zum Spiel hin natürlich weniger intensiv, um sozusagen den Peak aufzubauen für das Spiel. Aber so circa so 10, 11 Trainingseinheiten. Sei es jetzt am Platz oder in der Kraftkammer oder individuell.
sozusagen. War das früher anders, beziehungsweise umformuliert die Frage von Pipstrem. Würdest du gerne in der heutigen Zeit Profi werden oder ist der Sport heutzutage überprofessionalisiert? Oder kann man in der Jugend eh nicht zu viel trainieren? Nein, also ich würde sagen, das haben wir vor kurzem mit ehemaligen Spielern diskutiert, ich würde in der heutigen Zeit lieber spielen, weil bei uns war das Training, wenn dir nicht nach dem Training schlecht war oder du komplett erschöpft bist und auf allen Vieren rausgekrochen bist, war es ein verlorener Tag. So war halt früher die Mentalität oder auch Trinken war böse, sozusagen, werden Training. Da immer wieder hat man irgendwas erfunden und ich glaube, dass das jetzt auf jeden Fall wissenschaftlich basierter ist und das ist unbedingt notwendig, weil du siehst ja auch von der Laufintensität und von den Laufmetern entfernt sich das ja immer mehr von dem, was früher war. Ja. Jetzt hat man ja heute im Vergleich zu früher Tormänner, die viel mehr mitspielen, logischerweise liegt auch auf der Hand, wie wird sich das dann weiterentwickeln ja, in das Zukunft? Das ist die Frage, wo kann es noch mehr werden? Ja. Noch offensiver unter Anführungszeichen? Ja, der nächste Schritt ist sicher die Torwartkette, wo der Torhüter nicht der Sechser geht zurück zwischen ihnen verteidigt, sondern der Tormann rückt auf. Hat natürlich wieder das Risiko, bei einem Fehlpass, vor allem wenn er vom Tormann ist oder gar von einem Innenverteidiger, ist natürlich das ein geschenktes Tor für den Gegner, aber wenn du da die Sicherheit hast und den Gegner so sozusagen überzeugen kannst, dann zieht er sich natürlich zurück und du hast aber einen Spieler mehr. Also da gibt es schon wieder Lösungen und Ideen für die Zukunft, an denen gearbeitet wird, natürlich. Und deine Ideen bringst du ja auch bei der U21 des ÖFB ein als Tormann-Trainer. Wie läuft da die Tätigkeit? Ja, also das ist eine spannende, eine reizvolle und interessante Herausforderung. Die Ideen selber kannst du bei der U21 oder beim Nationalteam gar nicht so entwickeln, weil du hast die Torhüter ja nur für 5 bis 7 Tage, davon sind aber 2 Spiele. Dann am ersten Tag kommt er noch, muss regenerieren, weil er ja sozusagen bei seinem Verein gespielt hat. Also da geht es eher, ihn auf einen Level zu halten, mental, körperlich sozusagen fit bekommen für das Spiel, damit er die Leistung und die Mannschaft unterstützt. Aber in der Trainerausbildung oder in der Tormann-Trainerausbildung werden natürlich die neuen Schritte gesetzt und da probiere ich dann meine Inputs zu geben und da wird die Zukunft geschrieben sozusagen. Hans-Dieter fragt auch im Chat, bei welchem Verein hättest du in deiner Karriere gerne mal gespielt oder war dein Herz immer grün-weiß? Also in Österreich grün-weiß, natürlich. Im Ausland, ja, ich hätte gerne, aber da wäre die Auswahl sehr groß gewesen, wenn ich Verein nicht genommen hätte. Also Barcelona hätte mir schon sehr getaugt und ja, der englische Fußball an sich, ja, also da, ob es Liverpool oder Manchester, da wäre ich jetzt nicht wählerisch gewesen, so ehrlich bin ich. Jetzt hättest du ja bei Manchester unter anderem auch noch gegen Ronaldo spielen können, wenn du vor ein paar Monaten noch aktiv geworden wärst. Ich weiß, magische Überleitung zur Frage von Underdog, Messi oder Ronaldo. Messi. Weil? Weil er das ein Stück mehr Genialität hat. Ronaldo hat sicher die überragende Quote, was die Tore betrifft, was Einstellung betrifft, aber einen Schuss Genialität hat Messi mehr, ja. Und ist schöner zum Zuschauen gewesen. Wird auch schon, ja. Also da kommen schon neue nach. Aber man hat trotzdem das Gefühl, dass bei Ronaldo die Zeit vielleicht etwas früher zu Ende ist die ganz große Zeit oder zumindest wird dieses Bild vermittelt in der letzten Zeit. Ja, aber er ist 37, ich glaube Messi ist 35, also auch er darf dann früher auch sozusagen an Fußballpension denken, auch wenn er es vielleicht nicht gerne hören würde und auch nicht wahrhaben will, aber auch an ihm, ja, nagt der Zahn der Zeit und ja, wird da, aber es kommen schon wieder viele gute Da kann man vielleicht an die Frage anschließend vom Rapidler 14. Er sagt, wie ist es so als Trainer, ist es anstrengend, Trainer zu sein? Und wie würdest du zum Beispiel jetzt umgehen mit einem Exzentriker wie einem Ronaldo, wenn jetzt angenommen, er wäre Torhüter? Wie geht man da mit sowas um? Ja, man sagt den Torhütern prinzipiell nach, dass sie sehr eigen sind oder anders. Kannst du das bestätigen? Ich kann es bestätigen, aber ich finde es gut so. Gut so, wir sind einer von 10, also von 11 Spielern sind wir alleine hinten im Torraum und
haben oft, ja, vielleicht für 50 Minuten, 60 Minuten keinen Ball, sind nicht mit einbezogen. Das heißt, du beschäftigst dich sehr viel mit dir selber, selbst die Spannung hochhalten. Du kannst dir keine Arbeit suchen, du kannst nicht sagen einfach, ja, mache ich mal einen Alibi-Pass oder eine Alibi-Parade, damit ich da in Schuss bleibe oder so. Wir sind sicher anders und das ist gut so. Aber ich glaube, du hast immer auch im Tormann-Trainer-Team, wenn ich jetzt den Trainer und die drei oder vier Torhüter so als Team sehe, hast du immer unterschiedliche Charaktere. Du hast meistens auch einen älteren, einen vom Mittelalter und einen jüngeren Spieler. Und die musst du sowieso immer unterschiedlich behandeln. Und das geht aber auch, weil du ja als beim Tormann-Training ja isoliert arbeitest im Einzelnen. Also das geht. Und wenn sicher. Du jetzt den Tormann, wie du sagst, in drei Wörter beschreiben müsstest, was wäre das dann? Also er muss auf jeden Fall eine starke Psyche haben. Ja? Also er muss recht cool, gelassen, nicht nervös sein. Also das ist einmal das Wichtigste. Und naja, er muss talentiert sein und er muss fit sein, natürlich. Also so in den groben Schlagzeilen, ja. Und da gibt es natürlich die Unterkategorien und die Details dann, ja. Wir haben zuvor über deine Karriere gesprochen. Du hast auch gesagt, du hättest, wenn es die Möglichkeit gegeben hätte, auch den Sprung ins Ausland gewagt. Gibt es etwas, was du vermisst hast an deiner Karriere, was du gerne ansonsten noch erreicht hättest oder einer Sache, der du nachtrauerst? Nein, ja, ein Auslandstransfer wäre sicher sozusagen etwas, was man fürs weitere Leben mitnimmt, sozusagen irgendwo ein anderes Land, die Fußballmentalität, die Fußball-Euphorie mitzunehmen als schöne Erinnerung, aber das hat sich nie wirklich sinnvoll ergeben und insofern, ja, also nein, eigentlich nicht so, wie es gelaufen ist, immer. Ich bin jemand, der nach vorne schaut und nicht was hätte oder in der Vergangenheit, nein, alles nach vorne und Ideen, was in Zukunft ist. Nach vorne richtet sich auch die Frage von Marin Beslic im Chat, der schreibt, wann wird Rapid denn wieder mal Meister sein? Geht sich das aus in den nächsten 5 Jahren? Also als Rapidler hoffe ich es natürlich sehr. realistisch gesprochen, sagen wir so, Rapid muss wieder ein bisschen mehr in die Spur kommen sozusagen und sich selbst finden sozusagen, auf sich selbst schauen, sozusagen immer das Beste abrufen, so viel wie möglich Punkte zu sammeln und wenn momentan halt Salzburg schwächelt, die ja momentan überragend alles machen und ja, Jahr für Jahr liefern, aber wenn sie einmal schwächeln, muss Rapid da sein. So wie es vielleicht, ich sage jetzt mal in den letzten 10, 12 Jahren immer entweder das, einmal was Sturm, einmal was Austria da, das muss Rapid sein. Wenn Salzburg schwächelt, muss Rapid dort reinspringen und ja, am Rathausplatz den Teller in die Höhe halten. So wie du einst. Genau. Wie wären die Gefühle dann, wenn es Niklas machen würde statt dir? Also bei der letzten Meisterfeier 2008 war der Niklas und der Tobias mit auf der Bühne und das sind Erinnerungen, die sie nach wie vor haben, also das wissen sie und das, wenn ich mit ihnen rede, das wissen sie und das ist ihr großes Ziel, ja, das heißt, das wieder als Aktiver zu erleben und nicht nur als junger Bursche. Das heißt, sie würden dich dann mit hinaufnehmen? Nein, die Bühne gehört Ihnen, aber ich wäre umso stolzer unten natürlich. Man kann sagen, in eurer Familie fließt grün-weißes Blut. Wie würdest du die Verbindung zu Rapid beschreiben? Was bedeutet dir der Verein? Ja, ich war insgesamt, wenn ich jetzt den Nachwuchs mitzähle und auch die Tormann-Trainer-Aktivität, waren es ca. 25 oder 26 Jahre Rapid und ja, das ist dann ein Teil von mir und ich gehe immer wieder gerne hin, ob es jetzt da die Nachwuchsspiele sind, die Akademiespiele, momentan Rapid 2 Spiele oder natürlich am liebsten im großen Stadion. Das ist etwas, was zu mir gehört und ich immer wieder gerne hinfahre. Also das ist schwer zu beschreiben. Morgen zum Beispiel Testspiel gegen Schalke 04 im Stadion. Bist du da auch natürlich mit dabei? Und vor allem, was erwartest du dir von diesem Testspiel? Naja, ich bin auf jeden Fall vor Ort. Erwarten würde ich gar nicht zu viel. Es ist das letzte Spiel einer langen Saison. Die Bedingungen anscheinend wird es wieder kälter. Also die Rahmenbedingungen werden jetzt auch nicht so
prickelnd sein, sondern ich erwarte mir ein Fußballfest, wo es viele schöne Aktionen gibt, gute Stimmung im Stadion, weil eine Fangemeinschaft da ist. Also von dem her, ich erwarte mir einen schönen Abschluss eines langen Fußballjahres und dann konzentriere ich mich auf die WM. Dann habe ich einen Kopf. Danach frei. Erst. Danach, ja. Oder also am Second Screen nicht. Morgen. Nein, morgen noch nicht, aber die zweiten Viertelfinalpartien am Samstag dann, die werde ich mir dann zu Gemüte führen. Und über die werden wir dann auch in Kürze gleich noch sprechen. Was mich davor noch interessieren würde, ist die Frage, was du jetzt abseits von deiner Tätigkeit als U21-Tormann-Trainer machst und als genauer Beobachter deiner Söhne. Also ich habe bin in der Immobilienbranche tätig, also ich errichte Wohnungen, Häuser, projektiere Sachen und ja, also das ist meine zweite Leidenschaft, die ich auch schon parallel zum Fußball hatte und ja, also da bin ich von in der Früh bis am Abend unterwegs, außer der Fußballplatz ruft. Oder die Admiralsportschau. Genau, das ist Feiertag. Ah, stimmt, wegen der Sportschau, das haben wir das letzte Mal schon besprochen an dieser Stelle. Kurzer Wordrap mit dir. Ich werfe dir ein paar Satzanfänge hin und du verwertest sie. Okay. Elegant, bitte. Fußball ist? Die schönste Nebensache der Welt. Rapid. Das ist mein Herzensverein. Der schönste Moment meiner Karriere? Der Fußballkarriere. Das Europacup-Finale. Das größte Learning meiner Karriere? Jeden Tag. Und als U21-Team-Tormann-Trainer? Das größte Erlebnis? Ja, die generell als U21-Team-Tormann-Trainer. Ja, mit den besten Torhütern Österreichs die besten Torhüter begleiten und ihnen Tipps zu geben und ihnen zu Top-Leistungen zu verhelfen, nur ein Unterstützer zu sein. Und diese Arbeit hält dich offenbar auch jung, denn Don Talk schreibt im Chat, kein Jahr gealtert, der Mann. Dankeschön. Danke. Das müssen wir natürlich erwähnen an dieser Stelle. Kathi, wie schaut's aus im Chat? Hast du noch etwas entdeckt, was die Community unbedingt wissen möchte? Ein sehr nettes Kommentar von Marin, er schreibt, ich liebe die Show, endlich mal in Österreich, eine richtig geile Show. Also vielen, vielen Dank und danke, dass ihr auch so... Kompliment an euch jetzt. Ja. Dankeschön. Und an alle, die da mitarbeiten, auch im Hintergrund. Natürlich. Und natürlich, wie du sagst, die Regie und vor allem alle, die heute so aktiv sind. Denn ihr wisst, je mehr Kommentare man schreibt, je aktiver man ist, umso größer die Chance auf unseren Gewinn heute. Vielleicht wollen wir es noch kurz wiederholen. Ja, ich kann da... Alter, das ist nicht der Gewinn. Nee, leider nicht. Ich musste nur... Mit der Bälle da wieder mit ein paar für seine Weihnachten. Ja, damit Santa Claus Bescheid weiß. Genau. Das viel eher der Ball, der jetzt auch bei der WM gespielt wird, natürlich ohne das Logo der Admiral Bundesliga, aber ansonsten ist das die Kugel, der auch in Katar nachgelaufen wird und dann auch 50 Euro Admiral Wettguthaben, die es da noch gibt für einen von euch und viele Gewinnmöglichkeiten gibt es dann natürlich auch am 18.12., sprich am Sonntag in einer Woche. Da haben wir dann die nächste und zugleich auch letzte Show für dieses Jahr. Da gibt es dann noch eine große Watchparty anlässlich des WM-Finales Brasilien gegen wen auch immer, glaube ich, habe ich zuvor gesagt. Gell? Ja, aber das da werden wir dann mit hochkarätigen Gästen und jeder Menge Specials natürlich auch dieses Endspiel begleiten. Und ihr könnt uns auch gerne immer hören, jederzeit mit dem Podcast, überall da, wo es Podcasts gibt. Sie ist ja auch hier eingeblendet, unter anderem Spotify und wo es auch überall Podcasts gibt. Da kann man dann... Amazon Music, Deezer, Google Podcasts, iTunes. Und Apple, ja, iTunes, ja genau. Alles klar. Prüfung bestanden. Haben wir alles abgecheckt. Gut, dass ich nicht gefragt worden bin. Ich frage dich was anderes in Sachen Podcasts. Hörst du sie? Also nicht in der Sportshow, sondern generell? Nein, ich bin noch eher ein analoger Typ, also Zeitung lesen, aber Internet schon, aber Podcasts noch nicht. Fehlt mir die Zeit noch. Kommt vielleicht noch die Zeit. Kommt sicher, ja. Und jetzt ist die Zeit gekommen, um nochmals über die WM in Katar zu sprechen, über das, was uns da ab morgen erwartet mit den Viertelfinalspielen. Raimund, da holen wir dich natürlich auch nach wie vor mit ins Boot. Sind ja nur mehr bis auf Marokko europäische Teams dabei und Mannschaften aus Südamerika. Zum Beispiel Kroatien gegen Brasilien. Wie sieht da deine Gefühlslage aus davor? Ja, also ich würde schon... hoffen, dass Kroatien Brasilien sehr lange fordern kann. Vielleicht bis ins Elfmeterschießen. Und dann, ja, würde ich hoffen, dass ja der Europäer gewinnt, aber es wird ein Tipp auf Brasilien. Also auf den Rekordweltmeister. Ja. Wir haben ja auch die Quoten diesbezüglich noch eingeblendet. 9,1 auf Kroatien und 1,4 nicht ganz auf
die Brasilianer. Ebenso spannend dann das 20-Uhr-Spiel, da kannst du dann schon einsteigen, nehme ich an. Zweite Halbzeit, okay, perfekt. Schon alles überlegt, zweite Halbzeit. Ja, durchgestanden. Ich beginne um 19 Uhr. Niederlande gegen Argentinien, werden wir auch Messi ganz genau auf die Beine schauen. Da bin ich schon überzeugt, dass es Holland, also Niederlande schaffen kann. Doch. Weil? Weil sie offensiv enorme Qualitäten haben und sie sich sicher irgendwelche taktischen Kniffe einfallen lassen, um sozusagen Messi in Schach zu halten, beziehungsweise aufgrund seiner mangelnden Laufleistung da vielleicht auch ein bisschen einzuhaken und da Lösungen zu finden, wie sie sozusagen das ausnutzen können. Das hast du jetzt höflich formuliert. Aber das war auch, glaube ich, großes Thema jetzt in den Medien, dass die Niederländer versuchen, die Stärken von Messi zu schwächen. Ist das auch der eine Schlüsselspieler, den es da auszuschalten gibt? Genau, das ist aber immer als Trainer. Du arbeitest ja immer sozusagen, du analysierst die anderen Spieler. Jetzt hast du natürlich bei Argentinien einen Spieler mit Messi, der sicher Schwächen in der Defensive oder im Verbund beim nach hinten arbeiten hat, aber überragende Qualitäten nach vorne. Also wie weit kannst du da über ihn drüber spielen, ohne da ihn irgendwie ins Spiel kommen zu lassen, weil das ist dann gefährlich und das kann er eiskalt nutzen. Die Qualität hat er immer. Und die Quoten haben wir auch immer vorliegen, nämlich auch jetzt 3,6 auf die Niederlande und 2,3 auf Argentinien. Also ein leichter Vorteil, den da die Buchmacher mal bei den Argentiniern sehen. Ich würde den leichten Vorteil bei Holland sehen. Die Wettbuchmacher, so das wollte ich noch sagen, die sehen den Weltmeistervorteil übrigens im Vergleich von Niederlande und Argentinien auch bei Argentinien. Da ist die Quote nur 7,2 und bei den Niederlanden 15,5. Also ich glaube, dass es für beide nicht ausgehen wird, aber morgen wird Holland gewinnen. Und dann schauen wir noch, wer am Samstag gewinnen wird. Da ja dann das große Überraschungsteam auch im Einsatz, die Marokkaner gegen Portugal mit, ohne Ronaldo, um es mal so zu formulieren. Wahrscheinlich. Ich glaube, ohne Ronaldo, dann hört jetzt blöd an, aber dann haben sie größere Chancen sozusagen. Er kann ja auch einen Unterschied machen, wenn er von der Bank kommt, diese Rolle annimmt. Sie haben komplett überzeugt im Achtelfinale und wenn sie da nicht in eine innere Unruhe haben im Team, sozusagen sich wirklich fokussieren und jeder in den Dienst der Mannschaft stellt, wird das kein Stolperstein sein. Marokko hat überragend geliefert gegen Spanien, aber ich glaube, das war's dann. Ist ja die dritte Mannschaft auch, und jetzt habe ich noch eine Statistik diesbezüglich, nämlich da, die seit 2002 im Viertelfinale steht, aber nicht Europa und Südamerika. Nicht aus Europa und Südamerika. Ja. Du konsumierst offenbar die gleichen Tageszeitungen wie ich. Costa Rica und Ghana waren die anderen beiden. Ja, die Länder hätte ich jetzt nicht gewusst, aber es sind immer Südamerikaner und Europäer, die also nicht nur Weltmeister waren, sondern die eine Hauptrolle bei den großen Turnieren spielen. Ja, also es ist. Du kannst hin und wieder ein-, zweimal Überraschungen liefern, aber die Luft wird dann dünn. Ja, und für Marokko kann es jetzt. Aber sie haben perfekt geliefert und super Ergebnisse gehabt und auch toll gefeiert, ja. Durchaus. Und dann England gegen Frankreich, rein europäisches Duell dann noch am Samstagabend mit einer Quote von 3,2 auf England und einer Quote von 2,4 auf Frankreich rund um Kylian Mbappé. Anschließend Frankreich Favoritenrolle und ich erwarte ein großes Fußballfeuerwerk, weil wirklich zwei Top-Mannschaften aufeinandertreffen, die große Stärken in der Offensive haben. Und da. Ja. Von dem Spiel erwarte ich mir sehr viel und mein Kalender ist so eingetaktet, dass sich das sicher ausgeht. Ist heute auch noch was eingetragen im Kalender? Nein, heim. Das heißt, wir hätten noch Zeit, aber wir sind eigentlich schon auch, was die Zeit betrifft, relativ gut wieder unterwegs, sagen wir mal so. Gibt es da noch etwas im Chat? Kathi, du unterstützt mich bei der Recherche, bitte. Rapidler 14 schreibt, besser ohne Ronaldo. Ja, und wir haben auch die Umfrageergebnisse. 58% sind Team Messi, 41% sind Ronaldo und zum Beispiel Rapidler 14 schreibt, Ronaldos Ego macht ihn einfach kaputt. Würdest du dich da anschließen, dass er sich manchmal zu viel erlaubt vielleicht? Kaputt nicht, das Ego hat ihn ja auch so weit gebracht. Nur jetzt kann es dann sozusagen an seinem Denkmal kann Kratzer bekommen, wenn er sich da zu sehr, zu wichtig nimmt. Denn für einen großen Spieler gehört es auch sozusagen, sich in den Dienst der Mannschaft zu stellen. Und so wie ich glaube, er kann noch eine gewichtige Rolle spielen,
Aber ich sehe ihn auch nicht von Beginn an. Vielleicht kommen sie ins Elferschießen, er wird eingetauscht und da mache ich mir dann keine Sorgen, dass er verwertet und dann kann er noch umso schöner jubeln. Besser als die Spanier, die auch Ja, eingewechselt definitiv, ja. haben. Genau, ja. Also da mache ich mir dann keine Sorgen, ja. Eher, ob sie bis ins Elferschießen kommen. Das ist die Frage, die wir dann beantworten werden in den nächsten Tagen. Eine Frage, die wir jetzt beantworten können, ist, dass es natürlich auch viele Möglichkeiten für euch gibt, mit dabei zu sein bei Admiral, was die WM betrifft. Da gibt es natürlich nach wie vor den Newcomer-Bonus in der Höhe von 200 € und einige Quotenboosts und natürlich auch die Tipster-App. Ihr seht das Logo jetzt auch eingeblendet. Da könnt ihr euch auch mit euren Freundinnen und Freunden matchen und coole Goodies abstauben. Und ich würde sagen, kommen wir schon langsam zum Gewinnspiel. Hast du noch Wer Termine heute? holt sich, na, weil alle schon nervös sind da Ach im so, Chat, du wer holt liest der sich heute Nervosität die heraus, ja. 50 Ach so, Euro weil Marin Wettguthaben schreibt, stimmt. und den Ball? Ja, ich würde sagen, wie sagst du immer so schön, wir Werfen den Glückstopf an. circa so, ja, oder wir rühren nochmal um, sagst Nicht du immer. circa, ganz genau so. Du sagst, wir rühren nochmal den Glücks im Glücksdorf Du um. bist aufmerksam, Ja. das lobe ich Ich mir, würde genau das sagen, machen schauen wir. wir mal, wer der oder die Gewinnerin ist. Wird Es in geht Kürze hier. um diesen Ball, den können wir jetzt nochmals da präsentieren und dann schauen wir, wer ihn gewonnen hat, gemeinsam mit 50 Euro Admiral Wettguthaben. Oh, da wird nochmal Oh, der umgerührt. Glückstopf wird Der macht nochmals spannend. umgerührt. Schauen wir mal, wer es sich schnappt. Viele heute voll aktiv im Chat, also Aber vielen Dank weil, für alle Kommentare. genau, und weil DJ Dropkick ganz am Anfang einmal geschrieben hat, wer diese wunderbaren Geschenke eingewickelt hat. Ich möchte nicht zu viel verraten, aber ich bin seit 13 Uhr daran gesessen heute oder so ähnlich. Aber fesch eingepackt, oder? Die Frage ist, ob was drin ist oder ob es nur. Das wird uns Raimund beantworten. Er Es hat geht ja sie nicht für um sich. Inhalte, oder? Bei uns schon, ja. Okay. Bei uns geht es um Dann sind Sie Inhalte und ganz bei voll. uns geht es auch um unseren heutigen Gewinner, denn der steht jetzt fest. Marin Beslitsch hat sich den Ball und das Wettguthaben gesichert. Herzlichen Glückwunsch und vielen Dank für die vielen Kommentare. Hat sich ausgezahlt. Hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, vor allem für dich, Marin, und damit verbunden auch noch die Bitte, dass du uns einen Screenshot von deinem YouTube-Profil schickst an sportshow@admiral.at, damit dieser Ball dann auch zeitnah bei dir eintrudelt, gemeinsam mit dem Wettguthaben. Genau, und das heißt, wir sehen uns jetzt zum letzten Mal in dem Jahr. Nächstes Mal ist ja noch die Watch Party mit dabei Aber für eben ein nicht am großen Donnerstag, da muss WM-Finale. ich kurz unterbrechen, genau, sondern erst am Sonntag, sprich am Sonntag in einer Woche. Ich setze es jetzt auch noch einmal eingeblendet. Da werden Genau, wir so dann ist um es. 15:45 hineinstarten. Was ist bei dir noch geplant, so für die Vorweihnachtszeit oder jetzt dann zu Weihnachten? Ja, viel mit Freunden treffen, die Punschmärkte sozusagen, ja, da ein bisschen analysieren. Und genau, mit Freunden treffen und sozusagen das stressige Jahr langsam ausklingen lassen und irgendwie wirklich zu dieser ruhigen Zeit zu kommen und dann ja im Kreise der Familie zu feiern. Sehr schön. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall schon jetzt frohe Weihnachten, auch wenn es noch etwas verfrüht ist, aber Ja, ist ja ist, schon glaube ich, schon 20 Tage ist angebracht, Weihnachten darf man vorbei, schon. ne? Also Ja, also du schaust schon wieder darüber hinaus, immer über den Tellerrand hinausblickend, Raimund Hedl. Es Dann sagen schneit. wir, danke, dass du Es heute da warst. schneit. Da wird schon wieder weihnachtlich hier bei uns im Admiral Sportshow Studio. Wir wünschen euch natürlich, oder ich, weil ich bin ja nächste Woche dann nicht dabei, am Sonntag schon frohe Weihnachten und man sieht sich dann hoffentlich im nächsten Jahr. Genau, und wir sehen uns dann eben noch bei der Watch Party. Und jetzt bedanken wir uns noch einmal bei dir, Raimund. Vielen Dank, hat Spaß Dankeschön. gemacht. Danke, Danke. dass du heute Und dabei dann warst. sehen wir uns vielleicht ja wieder einmal an dieser Stelle. Und dann wünschen wir noch euch einen schönen Feiertagsabend und bis zum nächsten Mal.